Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 21 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute Squad Battles gegen das neue Team of the Week. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Ihr seht schon, volle Defensive, volle Offensive. Das wird heftig. Wir haben ein paar Änderungen in der Mannschaft. Die wollte ich euch zuerst zeigen, bevor ich euch die gegnerische Mannschaft zeige. Wir haben nämlich jetzt in der letzten Reihe Leon Dreisaitl und Daniel Sedin. Die zwei helfen uns nämlich. Ihr seht den Boost, den Leon hat, sowie den Boost, den Daniel hat. Sehr, sehr cool. Die zwei helfen uns nämlich, Schwarm, Verteiler, Shutdown und Arbeitstier zu aktivieren. Und das sind brutale, brutale Sachen, die da aktiviert werden. Genau, ich hoffe, dass die heute auch richtig zünden werden. Ich habe das leider erstmal in der letzten Reihe aufgestellt, weil Daniel definitiv nicht besser ist als die drei, die vor ihm stehen. Und Leon hat das Problem, dass er den geringsten Bulli-Wert hat. Sprich, sollten wir irgendwann einen Spieler bekommen, der einen höheren Bulli-Wert hat, plus vielleicht Verteiler dazu oder die Möglichkeit, dass wir jemanden verpflichten, der Verteiler hat, sollte Daniel wieder gehen können. Das ist das Ding. So, jetzt zeige ich aber noch schnell die Reihen unseres Gegners. Und die sind brutal gespickt mit Topstars. Seguin, Stamkos, Giroux, Lee Monahan, Perry, Stepan, Letestu, Athanasiou, Connor McMichael, Peyton Krebs, Simon Holmström. Verteidigung, Spurgeon Diaz mit einem sehr starken Rafael Diaz, Ethan Bear und Ryan Graves, Bowen Byram und Tobias Bjornfot. Und im Tor haben sie Greg Anderson und Dylan Garand. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt gleich läuft. Ich habe jetzt die letzten Spiele schon gemerkt, dass die Squad Battles KI deutlich stärker geworden ist. Sie ist deutlich frecher geworden. Das kann einen sehr negativen Einfluss auf unsere Spielart und Weise haben. Aber wie gesagt, wir müssen einfach mal schauen, was jetzt da genau rauskommt und wie das genau weiterläuft. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das schon irgendwie noch gedeichselt kriegen, dass das nochmal läuft. Müssen wir mal schauen, wie. Genau. So, das ist die Mannschaft. Wir spielen in Minnesota. Passt farblich zu den Trikots ganz gut dazu. Defensiv passt Stamkos am Bulli, nicht Giroux. Das ist positiv für uns. Stamkos ist der schlechtere von den beiden. Das ist Lemieux auf Gretzky. Und das ist nicht das 1-0. Der trifft den Pfosten. Craig Anderson hat die Scheibe nochmal. Und das ist sau viel Glück. Gretzky gewinnt das zweite Bulli nicht. Sigi. Stamkos. Josi. Wie gesagt, was jetzt natürlich überragend ist bei unserer Mannschaft, ist die Speed, die sie auf den Tisch bringt. Haben aber immer noch Probleme mit unserem Torhüter, sprich, der steht immer noch auf der Beobachtungsliste, der 91er Brodeur. Könnte auch sein, dass wir den gegen den 90er Brodeur wieder austauschen. Wie er aber bisher sehr gute Leistungen gebracht hat, wenn er ins Spiel geworfen wurde, war Carey Price. Und jetzt bin ich aber gespannt, denn jetzt steht ein so Mats Zuccarello trifft. Schön ausgekontert. Und das ist die erste Reihe, die den ersten Punkt und den ersten Treffer des Spiels erzielen. So. Ich glaube, ich habe Dreisaitl noch nicht seine neue Trikotnummer gegeben. Muss ich immer noch machen. Da glaube ich immer noch die 29. Der spielt in Zukunft mit der 71. Nicht wundern. Patrick Laine hat schon die 29. Das ist Corey Perry. Das ist stark gemacht von Drew Doughty. Der lässt sechs Spieler damit stehen. Drei Spieler. Barkov setzt sich durch. Doughty. Ja! Doughty schießt, Laine fällt ab, 2-0. Ich musste kurz warten mit dem Jubeln, weil ich nicht sicher war, ob der wirklich drin ist. Aber er passt. 2-0. Durch die Beine Patrick Laine. 2-0, sehr gut. Weiter so, weiter so. Das ist Marian Gaborik. Gaborik. Schafft es nicht außenrum vorbei. Schafft es aber, die Scheibe zu halten. Holt zumindest das Abseits raus. Jawohl, Hansson und Ekholm jetzt auf dem Eis. Zusammen mit der dritten Angriffsreihe. Das sind Koivu, Parisi und Lafleur. Oh, Perry schafft sich die Scheibe nach einem schönen Puckcheck von Monahan. Anders Lee. Graves.
Scheibe kommt nicht weg. Scheibe kommt normal nicht weg. Das ist so. Der Ekholm. Parisi, schön gemacht, Koivu. In den Konter, Bear. Unfreiwillig in den Konter eingeleitet. Graves, Bear. Stark. Kein Blocker da, aber trotzdem, Scheibe kommt nicht durch. Beziehungsweise zumindest nicht so, dass es gefährlich hätte werden können. Lafleur schön umkurvt. Legt ab für Hansson. Hansson, ab durch die Mitte, Hansson. Hansson. Holt die zwei Minuten raus, ansonsten wäre durch gewesen. Querpass auf Parisi wäre da gewesen. Die Möglichkeit. So gibt es Powerplay. Jawohl, drei Seitel mit der 29 unterwegs. Also zweimal die 29. Der Rechtsschütze mit der 29 ist Leini. Der andere ist Leon, drei Seitel. Das ist zum Beispiel über Gretzky, das ist die 99. Und das ist ein dummer Scheibenverlust gegen Rafael Diaz, der war nicht nötig. Ist dann kurz tief. Und, ja, das sind keine zwei Minuten. Weil er schon im Offensivdrittel war leider. Unsere Jungs machen sich bisher ganz stark. Präsentieren sich defensiv auch sehr kompakt. Was sehr wichtig ist. Drei Seitel. Ach doch, drei Seitel, drei Seitel. Kommt nicht vorbei, Greg Anderson. Schade. Was haben wir noch draußen, die Jungs? Machen sich gerade nicht schlecht. Probably leider vorbei. Leini, ah, kriegt die Scheibe nicht. Bergeron, Seguin, Carlsson und Roman Josi. Das ist Patrick Leini. Zusammen mit Gretzky. Im Zusammenspiel. Leini hier nicht. Der sicherste. Oh! Ja, wenn er da richtig steht, dann steht es 3-0. Und zwar sehr einfach. Jawohl, drei Seitel. Schön gespielt. Gretzky. Gretzky in die Lücke. Der ist aber langsam. Der ist müde. Drei Seitel. Kriegt die Scheibe nicht vorbei am Torhüter. Vierte Reihe muss aufs Feld. So wie die zweite Angriffsreihe. Drei Seitel ist es. Drei Seitel. Links, rechts drehen. Zuccarello hat jetzt 96 Tempo, der hat einen unfassbaren Speed. Stark gemacht, Werenski. Sieht der Gindler. Gindler sieht drei Seitel und schon läuft der Konter wieder. Gindler kommt nicht an Craig Anderson vorbei. Oh, Werenski hätte anders laufen müssen. Bleibt vor dem Spieler, das ist gut. Gindler geht wechseln und den haben wir Eis hin. Nicht so prickelnd. Peyton Cripps, das Center, hat uns letztes Jahr ordentlich teilweise abgefuckt. Gerade bei Squad Battles Partien. Athanasiu mit der Großchance. Kommen wir mal durch. Leini. Athanasiu und bisher Brodeur. Hinten relativ sicher. Stark von drei Seiten. Und jetzt geht er. Patrick Leini. Verliert die Scheibe wieder. Kommt zweimal wieder hin. Scheibenbesitz. Das ist aber nicht für uns. Athanasiu drittelt gleich vorbei. Hinten muss man einmal kurz stehen. Schön nochmal blocken. Byron probiert es nochmal. Schuss kommt. Bordeaux mit dem Safe. Guter Eindruck bisher von unserer Nummer 30. Sechs Schüsse, sechs Paraden. Das ist gut. Sonst sind es meistens weniger. Meistens kassieren wir noch im dritten oder zweiten Schuss bereits das erste Tor. Danach fängt er sich. Bis er ihn erst einmal auswechseln müssen. Vier Schüsse, zwei Tore, zwei richtige Eier. Dann machen wir Carey Price im Tor. 26 Schüsse, ein Gegentor. Oh, Bruder, stark. Und das sind die Paraden, die wir von ihm brauchen. Diaz war abseits. Das sind genau die Paraden, die wir von ihm brauchen. Die ihn so wertvoll machen für uns. Vorausgesetzt halt, er hat sie. Wenn er sie nicht hat, dann wird es halt schwer. Sankos, Bruder, Werenski, Leini. Sieht die Lücke und geht's. Bergeron neben ihm dabei. Leini ist nicht im Zweikampf nicht der stärkste. Daudi wartet auf den Schuss. Schade, Scheibe geht trotzdem verloren. Bei Barkov und Patrick Leini. Gaborik versucht es nochmal hinzukommen. Stark gemacht von Bruder. Für den war die Scheibe jetzt eigentlich gar nicht gemeint. Gaborik, da ist eine Lücke. Und Gaborik stößt in die Lücke rein. Findet aber nicht die Lücke beim Torhüter. Zach Werenski.
Gaudi, guter Schuss. Das ist Alexander Barkov. Patrick Laine. Ja. Gaborik begibt sich da out of position. Leider. Jetzt wäre mehr drin gewesen. Gaborik stark. Da kommt Gretzky. Gretzky trifft nicht. Und wieder abgefangen. Und wieder gleich für Zuccarello. Vor Bayern Abwehr Zuccarello, Greg Anderson. Und zwei schöne Konter. Gaborik auch mit einem schönen Pokecheck dabei gewesen. Nächster guter Pokecheck und wieder ein guter Pokecheck von Roman Josi. Warum der übrigens nicht im Team des Jahres ist, frage ich mich immer noch. Zuccarello. Greg Anderson sollte abpfeifen. Bleibt beim 2-0. ...3-3 auf dem Eis. Für uns Koivu. Na, verliert das Face-Off. Und der Konter läuft über der Öxterpan. Parisi, Starmachter stark. Ekholm holt sich dann die Scheibe. Parisi. Da ist keine Lücke. Hansson. Hansson, Koivu. Wieso nicht einfach mal probieren? Lafleur kriegt die Scheibe nicht vorbei am Torhüter. Ekholm, Hansson. Ekholm, was abgefälscht. Macht die Scheibe umso interessanter. Ekholm, Parisi hält sie drin. Stark gemacht. Schön gespielt von Koivu. Ekholm. Bessere Schütze ist Hansson. Da kommt die Scheibe aber leider nicht an. Ekholm war dran mit dem Schläger. Hansson passt sie raus. Gut gemacht. Danach wird er schnell abgeräumt. Athanasiou, Letestu. Byron. Schüsse werden jetzt freier, das ist nie gut. Daniel Sedin ist nicht der schnellste, aber ist technisch sehr raffiniert, Daniel Sedin. Und kommt dann mit dem Schuss auch fast durch. Eigentlich so fehlt ihm noch, hat bisher zwei Spiele, ein Assist. Assist kam für Leon Dreiseitel. Der hat bisher in zwei Spielen zwei Tore und ein Assist. Hier fehlt noch sein Treffer bisher. Aber kann er noch werden. Carlsen. Daniel Sedin. Dreiseitel. Schön gesehen. Leon Dreiseitel in die Mitte. Dreiseitel. Und da ist es auch schon. 3-0. Leon scored im dritten Spiel. Das dritte Tor. Und Sedin wieder mit dem Assist. Ganz, ganz wichtig. Und die kann er gut, Leon Dreiseitel. Abschirmen und dann zack ins kurze Eck. Die gehen wundervoll dieses Jahr. Ja. Gretzky, Scheibe kommt nicht durch. Mit Michael, Gretzky. Lemieux. Böser Fehlpass. Holmström. Und das ist aber Erik Carlsen. Und der kommt mit Tempo. Halleluja, der viel Tempo. Und Lemieux geht ihm wieder im Weg um. Das ist nicht gut. Lemieux macht es aber wieder gut. Zuccarello, die Scheibe ist drin. Die kriegen sie nicht geklärt. Und dann flattert sie durch. Der Norweger macht das 4-0. Mit Beihilfe von Mario Lemieux, der erst die Scheibe gegen Carlsen blöd oder mit Carlsen blöd verliert. Ja. Den kriegt Bjornfort nicht geklärt. Hier, Andersen kommt hin und dann drudelt sie da über die Linie. 4-0. Stark gemacht. Lorenzki. Saudi. Wieso? Oh, Iginla. Immer noch. Ja, Iginla ist so wie Corey Perry, glaube ich, auf der anderen Seite. Das ist so der Kämpfer. Wenn du ihn brauchst, dann ist er da. Der ehemalige Captain, jetzt ist er Captain Zach Parisi. Das ist wieder Daniel Sedin. Und da muss ich immer wieder sagen, Daniel Sedin ist ein unfassbar guter Aufbauspieler. Lorenzki haut das Ding am Torpfosten vorbei. Ja, Sedin ist eher der Vorbereiter bei uns. Wie ich es gerade gesagt habe, eher der Vorbereiter. Das war ein klasse Pass, den er da spielt auf Jerome Iginla, der ihn aber leider nicht nutzen kann. 19 zu 10 Torschüsse, 4-0. Sieht gut aus. Machen einen guten Eindruck bei diesem Spiel. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Und wie gesagt, Dreisaitl eigentlich bei mir auf dem Flügel gedacht, eben statt Sedin, aber uns fehlt der Center. Oder ein 90er Center, der den Verteiler aktiviert. Stark von Lemieux. Tobi Lemieux. Lemieux hat auch 87 Pullig, da könntest du über das Center spielen. Aber ist halt die falsche Seite im Vergleich zu Dreisaitl. Carlsen. Stark. Jussi lässt durch. Gretzky überläuft mit viel, viel, viel Tempo. Zuccarello 5-0. So schön gespielt. Carlsen, Jussi lässt durch. Lässt Gretzky voll durchsprinten. Der kann die Scheibe querlegen und Zuccarello hat dann ein komplett leeres Tor vor sich. Zucker. Wo will man sich denn da beschweren aktuell? Können wir ja gar nicht. Spielen viel zu gut dafür. Rafael Diaz. Ja, Barkov. Stamkos. Jetzt wird spannend. Nein, Stamkos scheitert gegen Carlsen. Carlsen kriegt die Scheibe raus. Lahmi gleich weiter. Und auch Barkov findet direkt Gaborik. Gaborik an Freund und Feind vorbei. Aber Greg Anderson mit einem schönen Save. Normal Gaborik, jemand, der den blind macht. Immer einige Spieler auf dem Eis, die im Moment unfassbar aufblühen. Parisi hat mehr Punkte als Spiele. Gaborik hat mehr Punkte als Spiele. Und Barkov ist sowieso Topscorer aus einer anderen Liga gefühlt. Brodeur mit dem nächsten Save macht er gut heute. Daudi. Oh, der wollte der Gaborik finden. Den findet der Zach Werenski jetzt. Und Gaborik findet da die Lücke. Die kleine Lücke, die da war. Gaborik. Anderson muss parieren. Hat ihn aber. Schade. Unser Assistant Captain ist im Moment, ja, Marion Gaborik findet die Lücken, die sonst vielleicht nicht jeder findet. Oder zumindest findet, aber nicht durchkommt. Gaborik rutscht da im Moment immer ein bisschen, vielleicht auch mit ein bisschen sehr viel Glück, weil es im Moment relativ gut bei ihm läuft, aber er rutscht da im Moment sehr häufig durch. Lafleur, genau, dem fehlt das Glück im Moment. Und was für schöne, alles klar. So, sorry, dass wir das mal wieder machen müssen, aber bisher lief es ganz gut, aber das war jetzt ein Witz, oder? Achtung. Magic am Bildrand. Bisschen eklig sowas. Bisschen eklig sowas. Parisi. Parisi. Macht er gut. Zack, Parisi. Zack, Werenski. Parisi. Zurück auf Werenski. Lafleur, Koivu, ja, es ist Gleichzahl, es ist nicht so, dass einer Überzahl hat. Du kannst die Stellen aktuell dann nicht so easy peasy ausspielen, wie du es dir manchmal vielleicht vorstellst. So, aber vielleicht schon eher. Oh, Koivu. Genau, war ja so vielleicht schon eher. Lafleur, 6-0. Schön gemacht. Von unserer dritten Reihe. Heute wechselt auf der anderen Seite. Zuccarello hatte die Scheibe schon. Ekholm kriegt sie dann aber. Das ist vielleicht ein Pass, den man so nicht mehr spielen sollte. Hansson. Zuccarello, der hat mehr Tempo. Wollte gerade sagen, der hat viel mehr Tempo. Ach, Garant ein bisschen größer. Den habe ich das letzte Mal probiert. Und tatsächlich bei kleineren Torhütern, wenn Zuccarello den macht, der ist zu 90% drin. Der ist brutal, der Schuss. Gut, liegt vielleicht auch am Tempo, was Zuccarello mitbringt, aber... Ah, Stamkos. Stamkos, wir versuchen immer noch die 0 zu halten. Ekholm kontert. Hat jetzt 87 Tempo statt 84. Ekholm, und es ist die zweite Bude für ihn. Hat das letzte Mal erst getroffen, hat einen Verteidiger angeschossen und so ging er ins Tor. Und jetzt ohne... Abfälschen, das erste Tor für Matthias Ekholm. Und es freut mich. Bombentor von unserem Verteidiger. 7-0. Und wir müssen noch 2-8 in der Mannschaft. Das ist einmal Carey Price. Im Tor 89. Und dann im Angriff Guy Lafleur mit 88. Sedin. Jussi wird weggeschoben. Jussi holt sich die Scheibe wieder.
Ganz ehrlich, hier kannst du sagen, was du willst. Yossi ist in unserer Mannschaft, in unserem Team hier, in unserem Ultimate-Team. Jo, Zedin, das ist sein erstes! Daniel Zedin! Er erhöht nochmal! Und es freut mich! Und wieder Eric Carlson, 3 Assists bei unserer Nummer 65 heute. Schön! Findet die Lücke. Und somit steht 8-0 für die San Diego Kings. Drei Seiten mit dem Pulli gewinnen, kriegt jetzt die Schallwachtel von Yossi. Was ich sagen wollte, Yossi, da kannst du machen, was du willst. Yossi ist bei uns Verteidiger des Jahres, jetzt schon. Bei was der liefert in der Verteidigung und auch offensiv liefert, ist Bombe, ist von einem anderen Stern. Nachdem hier wieder Yossi vor Ort. Perry und Yossi, Perry gegen Yossi, Lee, Barkov blockt. Scheibe kommt nicht durch und jetzt ist es wieder, nein, es ist Carlson diesmal, Iginla, Gaborik, 1 auf 1 mit dem Verteidiger, Spurgeon hat da keine Chance. Und irgendwie kriegt er sie aber dann doch noch, Barkov, Daudi muss hinten bleiben. Oh, 3 auf 2, 2 auf 2, nachdem sie Eigenspieler wechseln, geht Stepan geblockt, am Tor vorbei, letzte Spielminute. Schafft Brodeur hier den, ich darf das S-Wort nicht sagen, dann schaffen wir es meistens nicht. Da kommt ein Spieler. Athanasio ist das. Scheibe ist geklärt. Scheibe ist nochmal geklärt. Roman Yossi. Byron. Letestu. Yossi ist damit dran. Gut. Barkov. Es gibt nochmal 2 Minuten für uns. Nochmal die Chance für Leon zu treffen. Zuccarello für 3 Seiten leer. 1 runtergerutscht. Kann ich vielleicht ändern. Vielleicht gehen wir hier zu 3 Seiten stellen. Mit Zuccarello und Line war doch immer ein gutes Powerplay. Unit. Oh, Hansson. Gut gemacht. 11 Sekunden. Lemieux legt ab. Kriegt er die Scheibe nicht weg. Ja, 6,3 Sekunden. Lafleur macht es 9-0. Wundervoll. Nochmal Powerplay-Tor, 6,3 Sekunden vor Ende. Das ist ein überragender Sieg gegen eine Bombenmannschaft, by the way. Und die 0 soll stehen für Martin Brodeur. Und das ist ein super Start in die Woche für unseren Torhüter. 9:0. Brodeur pariert wie viel Schüsse? Wir schießen eine 2 natürlich in Elite 3, Achtung. Kommen noch ungefähr fast 1000 Punkte dazu. 3 Spiele haben noch offen. Skill-Bonus geht gut nach oben. Ziele schießen nach oben. 9-0, 5 im letzten Drittel. Wahnsinn. 9, 16 Schüsse. Pariert Brodeur. 16 Schüsse. Matchwinner unserer Mannschaft. Zuccarello 3 Tore, Carlson 3 Assists, Lemieux. Bombe. Bombe. Zufrieden. Zufrieden. Genau. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Sage Ciao mit V und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei NHL Hockey Ultimate Team, morgen bei Hood Rivals in Folge 110. Und dann schauen wir mal, was Martin Brodeur online so hält. Bis dahin, Ciao mit V, wir sehen uns.